Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch meine Neuzugänge aus dem Monat August vorstellen. Es wurden insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, die ich hier habe. Aber insgesamt wurden es 11, weil nämlich noch 2 davon auf der Post liegen als Geisel. Und bei unserer Post ist es momentan etwas speziell. Ich glaube, die setzen sich Montagmorgen zusammen an den Kaffeetisch und würfeln die Öffnungszeiten. Also du hast da echt immer so 50-50. Entweder du kommst hin und es ist zu oder es ist offen. Das ist reines Glücksspiel. Das ist wie russisch Roulette. Du sitzt auf Rot oder Schwarz und entweder haben sie offen oder nicht. Ja, deshalb werde ich morgen früh mein Glück versuchen, weil ich das Gefühl habe, dass sie morgens öfters geöffnet haben als nachmittags. Und da ich freitags mal frei habe, werde ich morgen, am Freitagmorgen, mein Glück versuchen. Schaka, schaka, drückt mir die Daumen. Ich werde euch aber trotzdem erzählen, welche Bücher es sind. Aber ich würde sagen, weil in diesem Monat ganze 4 Self-Publisher-Bücher bei mir eingezogen sind, starten wir doch einfach mal mit denen. Und das erste, das ich hier auf meinem Stapel habe, ist Soul Trip von N.A. Gelzer. N.A. N.R. Gelzer. Das ist eine deutsche Autorin. Wenn die Seele erwacht. Sieht sehr spirituell aus. Es klingt auch sehr spirituell und ich freue mich auch schon sehr, es zu lesen. Das wird nämlich mein nächstes CR werden. Und jetzt erzähle ich euch, um was es geht. Hättest du den Mut, durch deine Seele zu reisen? Seit dem Tod ihres Zwillingsbruders verschließt sich die 16-jährige Myla vor der Welt. Ihr einziger Trost ist eine Schatulle, mit der sie an einem geheimnisvollen Strand gelangt. Doch plötzlich tauchen mystische Krieger an ihrem Rückzugsort auf und bitten Myla um Hilfe. Von ihrer Entscheidung hängt das Überleben eines ganzen Volkes ab. Zu diesem gehört auch Alan, der Myla von Beginn an fasziniert. Dennoch zögert sie, denn um ihm und seinem Volk zu helfen, muss sie die Reise durch ihre Seele antreten und sich den übermächtigen Dämonen ihrer Vergangenheit stellen. Self-Publishing-Buch Nummer 1. Bei dem nächsten Buch habe ich euch schon erzählt, dass es eigentlich schon länger bei mir liegt, aber, oder liegen sollte. Als E-Book war es bereits da, aber als Print hatte ich es noch nicht zu Hause und deshalb habe ich es einfach jetzt in diesem Monat gepackt. Und zwar ist das A Place I Never Knew von einer Autorin hier aus dem Saarland, die sogar zeitweise mal hier in St. Ingbert gelebt hat. Ich habe das Buch als E-Book vorab bekommen und habe dann das Print noch nachgereicht bekommen und ihr müsst jetzt warten, bis der Lesemonat online kommt, damit ich euch erzählen kann, wie es mir gefallen hat. Heute müsst ihr leider mit dem Klappentext vorlieb nehmen, aber ich kann euch sagen, es ist auf jeden Fall anders. Aber mehr möchte ich nicht verraten. Wenn du über nichts in deinem Leben bestimmen kannst, bestimme über dein Herz. Endlich ist Josie diese erzkonservative Mädchenschule und damit auch ihre Kellerfaltenröcke los. Aber die Trennung ihrer Eltern und der Umzug in das Viertel eines ehemaligen Eisenwerks dämpfen ihre Stimmung. Da hilft auch keine Party in einer verlassenen Industrieruine. Außer dieser Fremde mit den salbeifarbenen Augen käme auch. Dabei ist das der dümmste Wunsch ever. Vielleicht ist er kein Arschloch wie ihr Ex, der sie während ihres letzten Krankenhausaufenthaltes verlassen hat. Doch mit Sicherheit spiegelt ihr Schicksal auch in diesem Fall nur Enttäuschungen. Das ist ein Naturgesetz. Deshalb versteckt Josie nicht nur ihr Herz, sondern auch ihr Geheimnis unter ihrem XXL-Hoodie. Kommen wir zum nächsten Self-Publisher-Buch, das da wäre Summer of the Swallow. Da habe ich euch ja auf Instagram schon ein bisschen was zu erzählt. Da durfte ich nämlich die verschiedenen Reisestationen, die unsere Protagonistin quasi durchlebt, durfte an einer teilnehmen und das zwar an der ersten. Das ist ein Tattoo-Studio gewesen. Was es damit auf sich hat, müsst ihr natürlich selbst nachlesen. Oder ihr schaut einfach mal bei Instagram vorbei. Da gibt es auch schon ein paar mehr Informationen. Von mir gibt es jetzt nämlich nur noch den Klappentext. Sailor Bellwater will dringend noch etwas erleben, bevor er das Millionenunternehmen seines Vaters übernimmt. Er reist nach Chicago für einen letzten unvergesslichen Sommer und trifft dort auf Juliet. Die gepierste Brünette fasziniert ihn auf der Stelle und auch Juliet beschließt, die nächsten Wochen mit dem attraktiven Bostoner zu verbringen. Da sowohl Sailor als auch Juliet Narben der Vergangenheit mit sich herumtragen, müssen Regeln her. Sie beschließen, keine Gefühle füreinander zuzulassen und am Ende des Sommers getrennte Wege zu gehen. Von da an stürzen sie sich gemeinsam in unvergessliche Abenteuer, ins blaue Wasser des Lake Michigan, in warme Sommernächte und die unendlichen Möglichkeiten der sonnigen City.
Doch ihre Frist läuft unweigerlich ab, bis sie vor der Frage stehen, Kopf oder Herz, was wird am Ende siegen? Und last but not least, Self-Publisher-Buch Nummer 4 ist vielleicht rein optisch gesehen nicht genau das, was ich mir jetzt im Laden ausgesucht hätte. Aber als ich gefragt wurde, ob ich bei der Kampagne mitmachen möchte und den Klappentext gelesen habe, dachte ich mir, okay, das klingt nach etwas, das mir sehr gut gefallen könnte. Ich meine, ja, Cover, Optik, das sind immer so Geschmacksdinge. Solange der Inhalt stimmt, soll es mich nicht stören. Das Einzige, was mich aber ein bisschen stört, ist, dass es schon wieder weiße Seiten hat. Und das finde ich immer super anstrengend zu lesen. Aber übel sie, ich habe es noch nicht gestartet. Ich werde im nächsten Lesemonat eventuell darüber berichten. Kurz vor der göttlichen Prüfung des Erzengel-Anwärters Luzifer dringen Dämonen in das Paradies ein. Der Lichtbringer versucht, die Wahrheit über den Angriff herauszufinden und entdeckt Gottes neueste Kreation, die Menschen. Als Luzifer erfährt, dass durch ihre Adern das Blut der Dämonen fließt, stellt er sich den Plänen Gottes entgegen. Dabei kommt jedoch seine Geliebte ums Leben und Luzifer greift zu den Waffen. Von Wut und Rachegelüsten getrieben wird Lucifer von den dunklen Mächten korrumpiert und aus dem Paradies verbannt. Während der Erzengel Michael verzweifelt versucht, seinen Bruder zurück ins Licht zu bringen, erliegt Lucifer der Dunkelheit, erweckt uralte Mächte und wird zum Anführer der Rebellion gegen das Paradies. Klingt doch ganz vielversprechend. Dann durfte ich an einer weiteren Kampagne mitmachen, und zwar zu der von Lioness, beziehungsweise das finstere Erbe von Lioness, der zweite Band der Reihe von der lieben Sandra. Ich habe den ersten Band tatsächlich noch nicht gelesen. Ich bin auch ganz spontan zur Blogtour eingesprungen als Vertretung für jemand anderen. Aber es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir in dieser Konstellation noch viele weitere Blogtouren machen werden. Ich sage aber gleich, es ist der zweite Band. Ich werde euch jetzt den Klappentext zum zweiten Band vorlesen. Also wer den ersten auch noch nicht gelesen hat, der skippt mal schnell ein bisschen weiter. Lioness kann endlich aufatmen, seit Sarah und ihre Gefährten die Insel vor dem Untergang bewahrt haben. Mitten all der Veränderungen kämpft Sarah allerdings noch mit ihren schwerwiegenden Verpflichtungen und wächst mit Hilfe von Care und deren gemeinsamen Zeitreisen langsam in ihre neue Rolle hinein. Derweil braut sich jedoch etwas völlig anderes über ihnen zusammen. Die lang verschollen geglaubten Drachen tauchen auf und nun droht Lioness eine weitaus größere und extrem heimtückisch getarnte Gefahr, als Sarah und ihre Freunde sich jemals vorstellen könnten. Ein Krieg steht bevor und auch Care bringt ein folgenschweres Geheimnis. Das nächste Buch habe ich mit einer Bloggerbox zusammen erhalten. Meine Meinung zu Bloggerboxen habe ich euch gerade erst online gestellt, das verlinke ich euch gerne nochmal hier oben, das Video. Da habe ich auch ein Buch ausgepackt. Das war nämlich dieses hier. Da habe ich euch die Bloggerbox zugezeigt. Aber ich rede jetzt eigentlich von Die Legende des Phönix, Dunkelaura, der erste Band der Reihe. Tut mir leid, wenn es so ein bisschen spiegelt, aber es ist heute so düster, dass ich die Softbox anmachen musste. Und ja, da muss ich mal ein bisschen aufpassen, dass so Folienprägung nicht spiegelt. Ja, Ravensburger hat ja immer nur vorne den bunten Buchschnitt, oben und unten nicht. Aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Ich bin ja ein großer Phönix-Fan, deshalb musste ich dieses Buch auch unbedingt haben. In der Dunkelheit erwacht deine Phönix-Magie. Einst opferte sich der letzte Phönix, um die Menschen vor deinem übermächtigen Feind zu beschützen. So besagt es die Legende. Noch heute tragen auserwählte Menschen Phönix-Kräfte in sich. Doch nicht immer wissen sie von ihrem Erbe. Als Eden eines Nachts in den Straßen San Franciscos von düsteren Gestalten angegriffen und von 4 Fremden mit Waffen und Licht gerettet wird, erfährt sie die Wahrheit. Sie ist eine Phönixkriegerin und selbst dazu bestimmt, gegen jene dunkle Feinde zu kämpfen. Doch wieso zeigt sich bei ihr keine Lichtgabe? Kann sie den Phönixkriegern wirklich vertrauen? Und was verbirgt der unnahbare Krieger Kane, dessen Blicke Eden unter die Haut gehen? Kane und Eden finde ich zwei richtig schöne Namen für Protagonisten. Muss ich jetzt gerade mal so off-topic sagen. Dann durfte endlich das neue Buch von Lilycus hier einziehen, A Place to Shine, der vierte Band der Cherry Hill-Reihe. Ich hatte es völlig vergessen, beim Verlag anzufragen und habe mir im Nachhinein so in den Hintern gebissen oder hätte mir in den Hintern beißen können, dass ich es verpeilt habe. Ich bin momentan ein richtiger Verpeilo. Das ist echt anstrengend. Nichtsdestotrotz habe ich mir das Buch jetzt einfach gekauft und werde es wahrscheinlich auch ganz zeitnah lesen, weil die Cherry Hill-Reihe eine meiner absoluten Lieblingsreihen ist. Ich liebe diese Reihe, ich liebe Lilycus und es verspricht halt so ein Gefühl von nach Hause kommen und von Wohlfühlen. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist diese Reihe für mich. Ich habe auch schon den Bestseller, Spiegel-Bestseller-Sticker
gepult, bevor ich es ins Regal gestellt habe. Poppy McCarthy ist bekannt dafür, sich immer wieder in kuriose Situationen zu bringen. So auch eines Nachts, als sie Country-Star Trace Bradley bei einem Autounfall Erste Hilfe leistet und für seine Freundin gehalten wird. Dabei kann sie Trace nicht ausstehen, seit der vor 5 Jahren einen Hit über einen Kuss zwischen ihnen geschrieben hat. Die Nachricht breitete sich schnell aus und Poppy und Trace geraten durch die aufdringliche Presse in Bedrängnis. Trace Manager entwickelt eilig eine Story für die Medien, mit der sie den Trubel für sich nutzen können. Trace und seine Jugendliebe Poppy haben endlich zueinander gefunden. Jetzt müssen sie nur noch so tun, als wären sie verliebt. Dann durfte auch The Way You See Me bei mir einziehen. Ich meine, das Cover, seht es euch an, es ist schlicht, es sagt trotzdem sehr viel aus. Es ist genau mein Beuteschema. Aber eigentlich war es der Klappentext, der mich überzeugt hat, weil es um eine Thematik geht, die ich selbst bereits erlebt habe und die mir auch immer noch nahe geht in manchen Situationen. Und ich glaube, dieses Buch wird mich emotional richtig, richtig abholen können. Kannst du nach einer toxischen Beziehung wieder lernen zu vertrauen? Bei einem Treffen der Umweltschutzorganisation Future Force begegnen die Studentin Mila dem charismatischen Aktivisten Oscar. Er leitet die Gruppe und ist gut aussehend, selbstbewusst und charmant. Bei Mila lässt das alle Alarmglocken schrillen. Oscar erinnert sie viel zu sehr an Niklas. Niklas, auf den sie sich verlassen und den sie geliebt hat. Niklas, der sie nach und nach gebrochen hat. Seither hat Mila Probleme, anderen zu vertrauen. Sie beschließt, Oscar aus dem Weg zu gehen, doch er ist ihr längst unter die Haut gegangen. Stück für Stück lässt er ihre Schutzmauern einstürzen. Dass er wie sie die Umwelt retten will, gefällt ihr. Doch können sie sich auch gegenseitig retten? Denn Oscar hat ebenfalls mit seiner Vergangenheit zu kämpfen. Kommen wir jetzt zu dem Buch, das zuletzt bei mir eingezogen ist. Und zwar ist das Girl, Goddess, Queen. Mein Name ist Persephone. Ich habe damit tatsächlich gar nicht gerechnet, dass es bereits jetzt im August oder schon so früh bei mir ankommt. Es ist nämlich jetzt ungefähr eine Woche vor Monatsende. Und das Buch erscheint nämlich genau am 30. August. Warum ich das Video schon so früh drehe? Ich weiß, es werden keine weiteren Bücher mehr einziehen, von daher kann ich das guten Gewissens tun. Ja, ich habe jetzt noch eine Woche Zeit, es zu lesen. Vielleicht schaffe ich sogar die Rezension dann bis zum Release Day. Das wäre auch mal ein Novum. Aber ja, ich habe schon reingelesen und es gefällt mir bisher richtig, richtig gut. Aber wahrscheinlich wird es im Lesemonat August, ob es da schon auftaucht, ich weiß es nicht. Also ich sag mal, die Chance besteht, aber verlasst euch mal nicht drauf. Persephones Rebellion gegen den Olymp mit dem heißesten Gott der Unterwelt. Jahrtausende haben uns die Götter belogen. Persephone wurde nicht geraubt, sie ist in die Unterwelt geflohen. Dort hat weder ihr Vater Zeus noch ihre Mutter Demeter Macht über sie. Um keinen Preis will sie an irgendeinen Gott verheiratet werden, der sich selbst mehr liebt als sie. Jetzt muss sie den abweisenden und unerwartet attraktiven Hades davon überzeugen, mit ihr gemeinsames Spiel zu machen. Persephone hat einen Plan, der den Olymp bis ins Mark erschüttern wird. Und dann kommen wir zu den 2 Büchern, die noch auf der Post als Geisel liegen. Da gibt es eine kleine Geschichte zu. Ich habe die nämlich beide als Member der Kiss Crew angefragt. Das eine ist schon ein bisschen länger her, das andere vielleicht so 1,5 Wochen, 2 her. Und beide sind irgendwie nicht bei mir angekommen. Und ich bin niemand, der, wenn er sowieso schon kostenlos Bücher bekommt, dann die Leute nerven will, wisst ihr, wie ich meine? Aber da mittlerweile gefühlt jeder das 2. Buch schon bekommen hat, dachte ich so, nee, jetzt fragst du doch mal nach, hab der Anke eine ganz liebe Nachricht geschrieben, gefragt du, ich habe sowohl It Happened With You als auch The Things I Left Unfinished angefragt, aber irgendwie ist beides noch nicht hier angekommen. Kannst du mal schauen, ob da vielleicht irgendwo was schiefgelaufen ist? Und dann kam auch ganz schnell, innerhalb von 2-3 Stunden schon eine Antwort, ja, da gab es wohl ein Problem oder es wurde was besprochen, was irgendwie missverstanden wurde. Und sie schickt es mir jetzt beide raus. Die liegen jetzt auf der Post und ich komme halt, wie gesagt, leider aktuell nicht dran. Aber ich möchte sie trotzdem noch mit ins Video aufnehmen. Und zwar einfach, weil die beide schon Release in diesem Monat hatten. Und ja, weil ich dann vermutlich im Lesemonat September darüber sprechen möchte. Jetzt würde ich euch natürlich noch zu beiden Büchern die Klappentexte vorlesen. Und ich würde sagen, wir starten erstmal mit It Happened With You. Das ist der 2. Teil und der finale Teil der Reihe. Und da lautet es wie folgt.
Fox Thornton kennt sich mit Frauen aus. Er weiß, wie man mit ihnen flirtet, wie man sie ins Bett bekommt, wie man am nächsten Morgen geht, ohne Herzen zu brechen. Und trotzdem hat er nicht die geringste Ahnung, was er mit Hannah Ballinger anfangen soll. Sie hat kein Interesse an ihm, was gut ist, da sie als Schwägerin seines besten Freundes ohnehin tabu ist. Aber sie will mit ihm befreundet sein, was wiederum seltsam ist, denn Fox hatte noch nie eine platonische Freundin. Er hat auch noch nie mit einer Frau zusammen gewohnt, aber als Hannah aus beruflichen Gründen in seinen Heimatort, die kleine Hafenstadt Westport, kommt, bietet er ihr sein Gästezimmer an. Das macht man schließlich so unter Freunden, oder? Und ist es auch ganz normal, wenn man besagte Freundin manchmal so sehr küssen will, dass man nicht mehr atmen kann, richtig? Klingt auf jeden Fall super, super spannend und ich habe den ersten Band auch schon sehr, sehr gerne gelesen, auch wenn die zwischenmenschlichen Szenen manchmal etwas cringe waren. Und jetzt lese ich euch noch den Klappentext zu The Things We Left Unfinished vor. Ich tippe sie gerade in mein Handy ein, weil ich vergessen habe, einen Screenshot zu machen. Klug, wie ich bin. Ja, wo ist es? Genau. So, los geht's. Georgia Stanton steht am Tiefpunkt ihres Lebens. Nach einer schmerzhaften Scheidung kehrt sie in ihre Heimat Colorado zurück, um sich den literarischen Nachlass ihrer Urgroßmutter zu kümmern. Scarlett Chanton war eine erfolgreiche Liebesromanautorin. Nur ein einziges Buch hat sie nie beendet. Die Geschichte ihrer eigenen großen Liebe, die sie in den Wirren des Zweiten Weltkriegs fand und verlor. Noah Harrison befindet sich als Autor auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Er bekommt von seinem Verlag die einzigartige Chance, das letzte Manuskript seines literarischen Idols zu beenden. Wäre da nicht Georgia? Georgia, die ihm auf jeden Schritt des Weges widerspricht und ohne deren Segen er kein einziges Wort schreiben darf. Und die ihn mit jedem Tag mehr fasziniert. Meine liebe Nella liest es gerade und ist absolut begeistert, deshalb bin ich schon voll on fire, es auch endlich in den Händen zu halten. Wish me luck, dass ich das morgen tun werde, dass ich es morgen früh auf der Post erhalten werde. Ihr Lieben, das waren alle Neuzugänge aus dem Monat August, alle Bücher, die im August bei mir angekommen sind. Ihr dürft mir gerne mal verraten, welche Bücher im August bei euch einziehen durften, welche Bücher ihr euch gekauft habt. Und wie sie euch gefallen haben, natürlich. Das war's jetzt von mir. Habt's fein. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder an. Bis dahin sage ich einfach nur Tschüss.